Gleich geht es los, Leute. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Returning 2.0. In der letzten Folge haben wir den Sumpfdrachen erlegt. Das waren. Na, keine Ahnung, halbe Desaster. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen in der Orkstadt weiter, bevor wir den nächsten Drachen angehen. Weil die werden ja mit Laufe der Zeit immer stärker. Und der stärkste wird ja wahrscheinlich wieder der Frostdrache sein. Der mich komplett aus dem Leben ficken wird. Erzähl dir doch nichts Neues. Ja, Mike aber gerade. Ja, und ja, da habe ich nicht so wirklich Bock, muss ich sagen. Vielleicht kann ich bis dahin noch ein paar Level oder ein bisschen im SNC abgreifen. Deswegen ziehen wir jetzt Ulumulu an. Wo ist der Kack? Hier also, unten. Bin ich eh schon Probleme. Ja, ja. Und wir teleportieren uns zu den Orks. Stadt der Orks, hier. Und zur Stadtmitte, würde ich sagen. Jo, meine Fackel raus. Also ich kompletter Schwachsinn, dass die Orks noch nicht von mir gehört haben, wie wir die halbe Minenteil abmetzeln. Aber... mir soll es recht sein, wa? So, Kollege, ich hab deinen Auftrag im Sumpf erledigt. Du bist stolz auf mich. Gewähr mir Zutritt zur Eisenmine. Urteil immer noch wollen wissen, wieso Mensch wollen in mir. Ich möchte mit den Gefangenen sprechen. Und was möchte ein Mensch mit ihnen sprechen? Einer von ihnen könnte... ja, Rhetorik. Nehmen wir. Einer von ihnen könnte etwas über den Paladin wissen. Wieso glauben Mensch das? Unter den Sklaven könnte einer der Männer aus der Einheit des Paladins sein. Urtral hält dies für möglich. Also gut. Urtral lassen Mensch in Mine, wenn Mensch dringend Informationen überfallen. Ich denke, das klingt gut. Ich bin einverstanden. Wie komme ich jetzt in die Mine? Urtral gibt Mensch Schlüssel. Damit öffnen Gitter für Mine. Mensch sein, aber vorsichtig. Orks, Schamanen liegen mächtige Magie auf Gitter. Orks nehmen keinen Schaden. Aber falls Mensch berühren Gitter, Mensch sterben. Warum habt ihr das bloß gemacht? Damit Menschen nicht entkommen aus Mine. Verstehe. Der schreit mir erstmal in den Nacken. Ich bin gekommen, um mit dir über den Schläfertempel zu reden. Ich habe gehört, dass dort erneut etwas Übles aufgetaucht ist. Ein bösartiger Dämon. Sei nicht deine Aufgabe, Mensch. Sache der Orks. Jetzt Mensch gehen, bevor du teilnimmst, sie erwütend. Ich fürchte, das wäre keine gute Option für mich. Na, wahrscheinlich muss ich erst mit der Mine hier erledigen. Mit dem Paladin und so. Und danach, wenn er mir noch mehr vertraut, geht's dann mit dem Schläfertempel weiter. Naja gut, dann gehen wir mal zur Mine. Wir müssen auch den komischen Typi suchen, den Lehrer, der mir hier mit dem Ork-Waffenkampf beibringen kann. Der muss ja hier irgendwo rumeiern. Das ist, glaube ich, der einzige Ork mit Name, den ich noch nicht getroffen habe. Naja, springen wir ein bisschen hier lang. Bin ich hier richtig? Nee, bin hier komplett falsch, kann das sein? Ich teleportiere mich einfach, dann muss ich nicht rumlatschen. Hier zur Mine, bitte. Hallo. Aber was ist mit der Duke? Hey, du. Wo kann ich ein Stück Heimat auf dieser Welt haben? Aber er bekam nie eine Antwort. Und die Welt soll verschwinden, soll nichts werden. Keine Erde, kein Wasser, keine... ja, wie krieg ich die Scheiße jetzt auf?
Hä? Aber Adanos sprach, es soll nicht so sein und durch seinen Willen. Die Welt hatte weiterhin Erde und Wasser. Ebenso lebte alle Wesen weiterhin dort. Als letztes Wesen ließ Adanos Mor in diese Welt. Das ich bin doch hier richtig, Wesen, oder nicht? Hier auf der Welt lebte. Wie komme ich denn jetzt hier hin? Dann stieg Belia hinab auf einfach gestorben. Zeigte sich den Orks und erwählte sie als hä? Wer mich verarschen? Das Licht von Innos immensen Stolz die Welt erhält. Gewehr jetzt. Urteil immer noch wollen. Was ist mit der Dunkelheit? Wo kann ich ein Stück Heimat auf die ich und was? Aber er bekam nie. Einer von ihnen könnte etwas über den Paladin wissen. Wieso glauben Mensch das? Unter den Sklaven könnte einer der Männer aus der Einheit des Paladins sein. Urtral hält dies für möglich. Also gut. Urtral lassen Menschen Mine, wenn Mensch bringen Informationen überfallen. Ich denke, das klingt gut. Ich bin einverstanden. Wie komme ich jetzt in die Mine? Urtral gibt Mensch Schlüssel. Damit öffnen Gitter für Mine. Mensch sein, aber vorsichtig. Orks, Schamanen legen mächtige Magie auf Gitter. Orks nehmen keinen Schaden. Aber falls Mensch berühren Gitter, Mensch sterben. Warum habt ihr das bloß gemacht? Damit Menschen nicht entkommen aus Mine. Verstehe. Ja gut, und wie komme ich jetzt darin? Dann hä? Er hinab auf die Welt und zeigte sich den Orks und erwählte sie als die würdigste. Will er mich verarschen oder was? Und die Orks kamen den Göttern rein. Belia wollte sich an Innos rächen und gab seine Kraft auch anderen Kreaturen. Ja. Ich will da mal bitte. Ach, hier ist ein Schalter. Aber Adanos verbat seinen Bulder, sein Land zu betreten und fegte ihre Macht fort von dort, da ihre Kräfte fürchten. Erklärt vieles. Orkmine. Kusaka, wer dich hat reingelassen, Mensch? Beruhige dich. Urtal hat mir erlaubt, die Mine zu betreten. Wenn das so sein, Mensch, können weitergehen. Mach keine Probleme, Mensch, und lenke Sklaven nicht von Arbeit ab. Sonst Dagor wütend, Adaga sein sauer, einen Mensch töten. Ja, ihr habt ja eher den Schmerz drauf. Irgendwann gehe ich hier durch, dann nehme ich sie alle hops. Wahrscheinlich Kapitel 5 oder so. Passt das zu deinem Leid? Schön den ganzen Tag schuften, da kommt irgend so ein Penner und raubt noch aus. So muss es sein. So, danke dir. Das schmeckt. Ich bin schade, dass ich die Orks nicht ausrauben kann. Die haben da bestimmt auch irgendwas bei. In ihre Perze kleben. Roland! Hey, du! Was ist? Es kommt selten vor, dass ein Mensch einfach so in die Mine kommt. Ich frage mich, wieso die Orks dich einfach so hineingelassen haben. Arbeitest du für sie? Nein, ich bin freiwillig hier. Dann bist du eindeutig verrückt. Ich würde wirklich freiwillig einen Fuß in dieses Loch setzen. Es gibt hier nichts. Wirklich nichts. Außer den Tod. Was verdammt nochmal bringt dich also hierher? Ich suche einen Paladin. Einen Paladin? Ich wäre vorsichtig mit solchen Worten hier. Wenn die Orks das hören, bist du tot. Sie verstehen keinen Spaß. Sie werden ihr ihre Äxte ziehen. Aber keine Sorge, es wird kurz und schmerzlos sein. Obwohl, wenn du sie richtig wütend machst, schicken sie dich vielleicht eine Ebene tiefer. Das ist auch ein Todesurteil, aber dieses Mal mit vielen Qualen. Ich werde ganz unten so der Paladin, den ich dann retten und befreien muss. Vor irgendeiner bösen Dunkelheit oder so, keine Ahnung. Ein Dämon oder was weiß ich. Untote, wie immer. Arbeitest du schon lange in der Mine? Schwer zu sagen. Ich habe mein Zeitgefühl schon lange verloren. Die Zeit vergeht hier auch ganz anders als an der Oberfläche. Was ist die untere Ebene der Mine? Jetzt schrei doch nicht so herum. Ansonsten ich schrei doch ja nicht. Schwierigkeiten. Soweit ich weiß, haben die Orks selber die untere Ebene abgeriegelt. Na, sag ich ja. Dort hat schon lange niemand mehr gearbeitet. Und Tote. Wer aber ein Verbrechen schuldig gesprochen wird, der wird mit dem Aufzug nach unten geschickt. Na, so ein Zufall. Und wenn der wieder hochkommt, dann gibt es nicht mal mehr Überreste.
Nur eine kleine Pfütze voll Blut. Lass uns lieber über etwas anderes sprechen. Ich fühle mich nicht mehr so gut. Dann solltest du mal auf Toilette gehen. Durchhalten. Kannst du mir mehr über die Mine erzählen? Klar, aber zuerst bringst du mir etwas zu essen. Ich habe nämlich schon fast vergessen, wie normales Essen schmeckt. Die Orks kümmern sich nämlich nicht um diesen Punkt. Wir halten uns selber mit Pilzen am Leben. Was willst du? Ich würde alles für ein schön gebratenes Stück Fleisch, Käse und eine Flasche Wein tun. Ich denke, das reicht dann aber auch. Ich werde ein richtiges kleines Fest haben. Alles klar, ich schau, was ich finde. Ich hier dein Essen. Ausgezeichnet. Hast du wirklich alles? Klar. Hier dein Fleisch, Käse und Wein. Endlich fühle ich mich mal wieder wie ein Mensch. Köstlich. Nach all diesen Jahren mit Pilzen fühlt sich dieses Fleisch fast schon göttlich an. Ich danke dir, mein Freund. Viel Spaß damit. Hast du schon aufgegessen? Wie geht's dir in der Mine? Beschissen. Erzähl mir mehr über die Mine. Was willst du wissen? Ach du Scheiße. Gab es schon mal einen Fluchtversuch? Willst du mich verarschen, Kumpel? Wir kämen niemals lebendig aus der Mine, die Orks würden uns sofort töten. Vor allem haben die Orks Armbrustschützen. Hast du schon mal gesehen, was ein Bolzen von einer orkischen Armbrust mit einem Menschen macht? Dachte ich es mir. Sei lieber still, bevor du so einen Unsinn fragst. Aber selbst wenn, wir haben nicht mal Waffen. Sollen wir etwa mit bloßen Fäusten gegen die Orks kämpfen? Und es hat wirklich noch nie jemand versucht. Doch ich erinnere mich, dass es mal jemand versucht hat. Aber das soll dir lieber Fiat erzählen. Er war damals dabei. Gut, ich werde ihn fragen. Was ist auf der unteren Ebene der Mine? Ich verlasse so gut wie nie meine Ader, daher kann ich dir nicht viel darüber sagen. Sprich mal mit Hildur. Er weiß sicherlich mehr darüber. Wer ist Hildur? Er ist unser Erzschmelzer. Du findest ihn recht weit unten, nahe dem Lagerhaus. Was weißt du über einen Paladin? Ich sag es mal so. Selbst wenn er hier wäre, würde niemand mit dir darüber sprechen. Warum? Das ist doch offensichtlich. Zuallererst bist du neu hier. Niemand kennt dich. Zweitens, irgendetwas hast du auf jeden Fall mit den Orks zu schaffen, sonst hätten die dich nicht einfach so hier reingelassen. Und das lässt nur wenige Möglichkeiten für uns übrig. Ich denke also, bis nicht der Großteil der Leute dir vertraut, wirst du keine Antwort auf diese Fragen bekommen. Und wie kann ich euer Vertrauen gewinnen? Ach komm, du weißt doch, wie sowas läuft. Frag dich herum, irgendjemand wird schon Hilfe brauchen. Wann zeigst du dabei, dass du nicht bloß ein Schoßhund der Orks bist und dass man sich auf dich verlassen kann? Und dann wirst du sehen, was passiert. Verstehst du? Ja. Ja, ich denke, ich weiß, wie das läuft. Ich krieg aufs Maul. Sehr gut. Dann sind wir jetzt fertig mit unserer Unterhaltung. Ey, oh Schwachsinn, der erzählt mir jetzt hier irgendwie, ja, schmeichel dich ein, da vertrauen wir dir. Der könnte, wenn es so einfach wäre. Wie viele Sklaven gibt es hier? Es gibt Gerüchte, dass wir früher recht viele waren. Aber dann wurden wir von den Orks brutal niedergemacht. Was ist passiert? Es ist alles die Schuld von Adaga. Er hat die täglichen Abgaben massiv erhöht. Ich denke, im Moment sind wir nur noch um die 50 und jede Woche werden wir weniger. Alles klar. Gibt es viele Orks hier? Genug. Wieso willst du sowas überhaupt wissen? Ich weiß es zwar nicht genau, aber es sind vermutlich schon 2 Dutzend. Wenn nicht sogar noch mehr. Verstehe. Wer ist der Anführer hier? Das Schwein heißt Adaga. Er ist der Anführer hier in der Mine. Aber du solltest ihm besser aus dem Weg gehen. Er mag keine Menschen. Ah. Naja. Der kriegt noch von mir die Fresse poliert, das wissen wir jetzt schon. Die Pilze müssen wir ja mitnehmen jetzt für mein... eine Pilzsuppe. Still, Mora. Och, Sklave. Den Raum natürlich aus. Hat hier irgendwie einen Namen? Ja, der Ork hier. Der auch. Zu wenige Probleme.
denken, Sachen. So, reden wir erstmal mit Gas, würde ich sagen. Hey, du. Aha, ein weiterer Ortlacker, der zu uns kommt. Warum denkst du das? Das ist doch sonnenklar. Wenn du nicht zu den Orks gehören würdest, würden die dich kaum hier rumlaufen lassen. Also, was willst du von mir? Wer bist du? Du kannst mich das nennen. Ich bin ein Sklave der Orks, wie alle anderen hier auch. Natürlich bis auf dich. Du liegst falsch. Ich arbeite nicht wirklich für die Orks. Hm, das kann jeder behaupten. Ich glaube eher an Taten als an Worte. Wenn du also willst, dass ich dir glaube, dann wirst du es beweisen müssen. Niemand wird dir hier leere Worte und Versprechen glauben. Und wie machen wir das? Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht. Der Anführer der Mine, Adaga, hat einen Schlüssel für das Warenlager der Orks hier in der Mine. Bring ihn mir und lass dich dabei nicht erwischen. Dann werde ich vielleicht meine Meinung ändern, vorher jedoch nicht. Vor allem, was die immer sich umgucken. Leute, hier stehen 1000 Mann um euch herum. Macht ja keinen Sinn. So, jetzt reden wir mit den Lappen hier. Grog. Was willst du, Mensch? Warum störst du den alten Grog? Ich muss mit dir reden, Ork. Kennt ein Mensch unsere Sprache? Okay, Grog redet mit ihm. Worüber will der Mensch mit Grog reden? Wie läuft's? Wie läuft's, Ork? Grog versteht nicht, warum er sich herumschlagen muss mit Mensch. Es ist besser, Mensch dienen. Kümmern um eigene Sachen und nicht stören den alten Grog. Was machst du hier? Grog ist hier, um zu stehen, Wache, dass niemand steigt hinunter. Was ist da unten? Da ist eine große Mine. Aber du kannst nicht dorthin gehen, Harad. Warum? Das geht einem Menschen nichts an. Nur meine Brüder. Hm, interessant. Kannst du es mir trotzdem erzählen? Nein, Harad. Schade. Du siehst irgendwie krank aus. Geht's dir gut? Grog ist ein sehr alter Ork. Es ist schwer für ihn, hier die ganze Zeit zu stehen. Wenige Kräfte. Zuvor hatte Grog Tränke von Geistbrüdern. Er stellte seine eigene Stärke wieder her. Aber die Tränke sind schon lange weg. Und jetzt wird Grog jeden Tag schwächer. Und was passiert, wenn du zu schwach bist? Wenn Grog schwach und Brüder sehen, dann sie werden Grog essen. Interessante Anordnung. Nee, nicht wirklich. Kann ich dir irgendwie helfen. Ist ja widerlich. Ein Mensch möchte Grog helfen. Grog sei sehr überrascht darüber. Normalerweise wollen die Menschen immer nur Grog töten. Normalerweise kommen die Menschen nicht in deine Stadt. Also, was sagst du, brauchst du einen Trank? Zaubertränke, um Grog stark zu machen. Dann wird Grog lange hier stehen können. Ein Elixier der Stärke also. Oh nein. Ich werde versuchen, das zu bekommen. Seid ihr behindert? Kriegt ihr auch nicht von mir. Das ist meins. Immer sagen das. Hallo, Grüngesicht. Mensch, warum kommst du her? Oder möchte der Mensch ein Sklave meiner Brüder werden, wie der Rest der Mora? Warte ab, Ork. Was machst du hier? War Kurschag aufpassen, damit Sklaven arbeiten viel. Wenn sie arbeiten nicht genug, mag Kurschag sie schlagen. Klingt einfach. Und hier sind viele von euch? Es sind viele Brüder hier, wenige Menschen. Niemand kann entkommen. Aber sicher. Ja. Das war sehr interessant. So, von hier sind wir gekommen, oder? Nee, von da. Was ist Fressen und was ist Feind? Hä, wo sind wir jetzt gekommen? Steht hier Roland? Nee, von hier sind wir gekommen, oder? Roland? Ja. Wissen, was Mensch denkt. Zu wenige Moral wir haben. Gucken wir erstmal hier. Menschen nur Probleme machen. Da geht's noch weiter. Dann gucken wir erstmal hier.
Bruder, wie groß ist denn das hier? Dann gehen wir erstmal in den Stollen da hinten. Deine Ehre, du Entscheidung. So laufen bald haben keine Sklaven mehr. Clovis! Hey, du! Immer noch nicht müde vom Arbeiten. Was glaubst du? Als ob ich eine Wahl hätte. Kann ich dir vielleicht helfen? Hilfe? Die kann dir jeder gebrauchen. Aber sagen wir mal, du bringst mir 20 Brocken Eisenerz. Dann könnte ich eine Pause machen. Die Arbeit hier ist sehr anstrengend und dann weißt du auch, wie es sich anfühlt, hier zu sein. Kein Ding. Warum gerade 20 Erz? So viel Erz müssen wir jeden Tag zu Hildur, unserem Schmelzer, bringen. Wenn du es nicht schaffst, musst du am nächsten Tag wieder den Tagessold plus die Anzahl, die du davor nicht geschafft hast, bringen. Und das jedoch ohne Pause. Es gibt nur eine Sache, die dich retten kann. Manchmal kann sich ein Ork schon mal verzählen und lässt dich damit davonkommen. Aber natürlich nur, wenn ein paar Goldbrocken mit dabei sind. Und natürlich musst du sie mit dem Ork teilen. Man kann ja also Gold abbauen. Nicht wirklich. Manchmal gibt es eine ganz kleine Ader zwischen dem Erz. Aber sag das niemandem. Das ist unser kleines Geheimnis. Falls Ardaga davon erfährt, dann wird dieser Handel sofort beendet. Aber mir fällt gerade auf, wirst du mir jetzt Erz bringen oder nicht? Ja, ja. Ich werde es versuchen. Jetzt habe ich doch schon ein Gepäck. Ich habe das Erz für dich. Sehr gut. Dann kann ich mich jetzt endlich ausruhen. Vielleicht sogar mehr als einen Tag. Wie wäre es mit Goldbrocken? Ich sehe schon, du bist ziemlich gerissen. Ich dachte, du wärst eher einfacherer gestrickt. Wenn du das wirklich willst, gebe ich dir ein paar. Ich will lieber die Goldbrocken. Dann, hier nimm sie. Ich hoffe, du bist jetzt reich. Jo, danke dir. Ein paar Felle, die kann ich aber nicht mitnehmen. Schade. Oh, die falsche Taste. Der Wächter. So, ich würde sagen, wir speichern hier erstmal. Hey, du. Kann ich dir helfen? Ja, du kannst mich in Ruhe lassen. Wenn die Orks sehen, dass ich mit jemandem spreche, bekomme ich richtig Ärger. Und du hier? Das ist ein Natz. Die Atmosphäre ist mal wieder richtig geil. Mit den, in den Minen, da haben sie die Atmosphäre getroffen, muss ich sagen. Hey. Ich sehe, du arbeitest gerade nicht. Nur wenn die Wache gerade schläft. Scheinbar schläft er aber recht tief, oder? Glücklicherweise. Zum Glück weiß niemand davon. Ich könnte es den Orks verraten. Aber das wirst du nicht machen, oder? Habe es zumindest nicht vor. Aber was bekomme ich dafür? Was willst du denn von mir? Jetzt entspann dich mal. Ich habe nur Witze gemacht. Schön, dass du noch Witze machen kannst. Bei mir sind die Nerven schon unten. Bist du schon lange hier? Ehrlich gesagt, ich habe mein Zeitgefühl schon lange verloren. Falls die Orks jedoch weiterhin so viel von mir verlangen, werde ich nicht mehr lange hier sein. Was machst du hier, wenn du nun ja arbeitest? Das überrascht dich sicher, aber ich lese viel. Du liest? Was kann man hier schon lesen? In einer der Höhle hier habe ich diese Tafel gefunden. Die Sprache erinnert ein bisschen an unsere, aber sicher bin ich mir da nicht. Kann ich sie mir mal ansehen? Finger weg. Das Ding hier ist das Einzige, was mein Leben noch lebenswert macht. Wirklich? Auf jeden Fall. Außer den Orks und der Arbeit gibt es hier ja nichts. Damit habe ich wenigstens ein bisschen Abwechslung. Mann, irgendein scheiß Hund bellt draußen rum, Alter. Was möchtest du für die Steintafel haben? Sie ist unverkäuflich. Aber da du schon fragst, ein gutes Buch wäre wohl eine Alternative. Am liebsten etwas über die Sterne. Sterne? Ich habe die Sterne schon immer geliebt, selbst als Kind schon.
Aber das Schicksal hat sich bei mir anders entschieden. Vermutlich sehe ich sie nie wieder. Aber ich könnte wenigstens über sie lesen. Verstehe. Gab es eigentlich so ein Buch wie Die Kraft der Gestirne oder so? Hey, du! Kratu Kabrat Bazira, Karat Moratar. Was hast du gesagt? Der hat dich bestimmt durchbeleidigt. Orkwächter, Orksklave, den räumen wir erstmal aus. Ja, mit der Kohle. Hey, du! Wie geht's dir? Es gab schon bessere Zeiten, weißt du. Du brauchst nicht zufällig Hilfe, oder? Wie wäre es, wenn du diese Ahne anstelle von Jahr baust? Damit hätte ich kein Problem. Ich dachte eher an etwas anderes. Wenn du mir wirklich helfen willst, dann besorg mir eine gute Spitzhacke. Was stimmt an deiner nicht? Die ist schon so alt, dass sie bald auseinanderfällt. Und die Orks wollen mehr und mehr Erz. Warum fragst du nicht selber danach? Hast du nicht Hilfe angeboten? Außerdem, wenn ich hier den Mund aufmache, dann bekomme ich direkt wieder aufs Maul. Also muss man sich selber um alles kümmern. Aber alles kann ich eben einfach nicht. Gut, ich schaue nach einer neuen Hacke für dich. Ich habe hier eine Spitzhacke für dich. Was soll das? Die ist genauso abgenutzt wie meine. Du solltest mir eine gute Spitzhacke bringen. So eine, die nicht gleich beim ersten Schlag auseinanderfällt. Ich hab da 1000 Stück im Gepäck, Alter. Stark sei wichtig. Oder muss ich die schärfen? Kann man die schärfen? Warte mal. Menschen nur Probleme machen. Hier. Ne, den Steinmetz haben wir. Na ja, dann frage ich die Orks danach halt. Aber ich habe doch 1000 Spitzhacken im Gepäck, Alter. Das macht doch ja keinen Sinn. Hey! Ah, ein neues Gesicht in der Mine und dann auch bloß ein Dust. Das kommt sehr selten vor. Bist du wirklich freiwillig hier oder auf Befehl der Orks? Freiwillig. Dann ist es seltsam, dass die Orks dich hereingelassen haben. Normalerweise kommen Menschen nur in Ketten und mit gebrochenem Willen hierher. Du hingegen nicht. Du scheinst also dennoch einen Handel mit ihnen zu haben. Sagen wir einfach, dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen. Na schön, mich geht das ja auch nichts an. Ich bin nur ein gewöhnlicher Sklave. Wie bist du hierher gekommen? Scheinbar habe ich wohl Innos geärgert und keine 2 Sekunden später war ich gefühlt hier. Und wer warst du, bevor du hier warst? Ich war ein Magier der Erzbarone. Das heißt, du beherrschst Magie? Nur ganz wenig. Ich beherrsche die Magie nicht so gut wie zum Beispiel die Magier des Feuers. Aber ich kann schon noch das ein oder andere. Aber das meiste habe ich wohl vergessen, seitdem mich die Orks gefangen haben. Ich bin einfach schon zu lange in der Mine und hatte zu wenig Zeit zum Üben. Kommst du zurecht? Mehr oder weniger schon. Aber ich würde mich besser fühlen, wenn ich mein Tagebuch zurück hätte. Dein Tagebuch? Darin notiere ich meine Beobachtungen, Gedanken und viele andere Dinge. Aber als die Orks mich gefangen haben, haben sie es mir weggenommen. Für mich ist es sehr wertvoll. Es beschreibt schließlich mein ganzes Leben. Und du hast keine Idee, wo es sein könnte? Vermutlich haben es die Orks. Aber ich denke nicht, dass sie es mir einfach wiedergeben werden. Wo hast du es zuletzt gesehen? Bei dem Ork, der mich durchsucht hat. Ich glaube, sein Name ist Korschak. Immerhin ein Anfang. Ich werde sehen, was ich machen kann. Ich danke dir, Fremder. Kein Problem. Dafür ist der freundliche Samariter von nebenan hier. Ist halt wirklich einfach so.
Kurz mal abspeichern. So Leute, ich muss hier einen kurzen Schnitt machen. Ich werde plötzlich angerufen. Ich weiß nicht warum, wer mich um die Uhrzeit noch anruft, aber gleich wieder da. So Freunde, und weiter geht's. Wo war ich stehen geblieben? Haben wir den schon gequatscht? Nee. Wer bist du? Mein Name ist Korschak, Mensch. Mein Rücken. Ich sorge dafür, dass die Sklaven hier nicht stillstehen, sondern Erz erbauen. Für einen Ork kannst du sehr gut menschlich sprechen. Korschak hatte sehr viel Zeit, um die menschliche Sprache zu lernen. Gutes Verständnis für deinen Feind bedeutet nichts weniger als gute Kämpfe mit ihm. Bist du richtig. Wo hast du gelernt, so gut zu sprechen? Korschak wurde lange Zeit von den Menschen gefangen gehalten, war ihr Sklave für viele Winter. Er hörte den Menschen zu und lernte, wie sie zu sprechen. Verstehe. Ich habe gehört, dass du ein Tagebuch von einem Sklaven hast. Ja, der Mensch hat recht. Korschak hebt dieses Buch für sich auf, aber gibt es niemandem weiter. Warum brauchst du es? Korschak glaubt, dass er lernen kann, besser zu sprechen, wenn er dieses Buch liest. Und klappt das gut? Am Anfang funktionierte es eher schlecht. Korschak versteht kaum etwas, was dort geschrieben steht. Aber er denkt, wenn er es länger liest, wird es ihm gelingen. Das glaube ich dir. Zu wenige Morange haben. Klauen kann man den ja nicht. Hey! Wunsch für ein Org. Ich muss irgendwie helfen, wenn ich Kostago zurückkommen will. Vielleicht würde ihm ein Buch helfen. Ich glaube, es wäre ein Buch interessiert. Grundlagen der Rhetorik. Ja, super. Wo war denn das Scheißbuch jetzt schon wieder? Spitzhacke habe ich eigentlich 1000 Stück. Okay, dann wird der für eine besondere will. Verkämpfen. So laufen bald haben keine Sklaven mehr. Der schleicht hier rum, Alter. Wir müssen Kinder erzählen. Hallo? Hallo? Bitte beklauen. Geht doch. Hey, du! Was gibt es? Hi, wer bist du? Du willst wissen, wie es hier ist? Es ist scheiße hier. Wie könnte es auch anders sein? Ach! Jeden Tag musst du diese verdammten Adern bearbeiten. Und das wird auch immer so bleiben, selbst nach weiteren 10 Jahren. Außerdem beginnt man zu verstehen, dass man hier nicht mehr so lange lebt. Es geht mir also beschissen. Ich sehe schon, du bist eine richtige Frohnatur. Du wärst genauso, wenn du hier arbeiten müsstest. Ja, da hat er mich. Beklauen wir erstmal, dann wird der Tag noch beschissener. Hey, du bist wahrscheinlich schon lange hier. Länger, als du dir vorstellen kannst. Und wie lange ist das schon? Hör zu, Kumpel, wenn du nichts von mir willst, dann nerv doch bitte die anderen. Ich muss arbeiten, sonst töten mich diese Bastarde. Hey! Brauchst du Hilfe? Was weißt du über den Fluchtplan der Sklaven? Sei gefälligst leise, oder willst du, dass uns die Orks hören? Hast du Angst? Die verstehen keinen Spaß bei solchen Sachen. Wenn sie nur ein Wort davon hören, dann bist du tot. Also, erzählst du mir jetzt etwas darüber oder nicht? Belia sollte dich holen kommen, aber ich fürchte, dann muss ich mir Sorgen um meinen Kopf machen. Na schön, ich erzähl dir alles, aber du wirst auch etwas für mich tun müssen. Was willst du? Zuerst gibst du mir ein paar Heiltränke. Ich denke, 5 Stück sollten genug sein. Ich habe mich an der letzten Ader verletzt und fühle noch immer die Schmerzen. Außerdem hat es sich entzündet und damit kann ich nicht normal arbeiten. Wenn das so bleibt, kann ich kaum meine täglichen Abgaben einhalten. Zum Glück haben es die Orks noch nicht bemerkt, sonst wäre alles bereits vorbei. Für den Anfang. Was willst du denn noch? Zuerst die Heiltränke, danach sprechen wir weiter. Oder willst du nichts mehr über die Flucht wissen? Entspann dich. Ich werde sehen, was ich machen kann. Schon besser.
Gut. Ich hab doch Heiltränke dabei. Hey. Hä? Mensch ist schuld. Ja, super. Okay, dann haben wir denn das Problem. Ich hab 1000 Spitzhacken, ich hab 1000 Heiltränke. Naja, gut. Dann suchen wir mal die Anführer, wa? Mit denen haben wir noch nicht geredet. Bisschen Kohle. Borg denken so. Waren wir jetzt schon überall? Ja, also hier waren wir schon, scheiße. Da sind wir runtergekommen. Da waren wir gerade. Menschen nur Probleme machen. Hier unten waren wir nicht. Nee. Vernichten passiert, was Mensch denkt. Mensch brauchen Schläge. Das ist der dicke Anführer. Lieber Stück Fleisch haben. Vielleicht irgendwo ein Lederbeutel? Ich weiß, wo Problem ist. Nö, leider nicht. Na, wir beklauen die mal lieber nicht. Die rasten da wieder aus, oder? Nee, doch nicht. Natürlich, den Wein kann ich nicht mitnehmen. Der Alkohol muss liegen bleiben. Die Waffen kann mitgenommen werden. Was machst du hier, Mensch? Warum arbeitest du nicht? Ich bin keiner deiner Sklaven. Was willst du dann von Adaga? Wer bist du? Mein Name Adaga, Mensch. Und dies meine Eisenmine. Ich dachte, die Mine gehöre Utral. Ja, das auch so sein. Aber ich gebe Befehle hier. Also sollte Mensch sein vorsichtig, wenn er Adaga nicht wohl verärgern. Denn dann ihm nicht mehr helfen Stärke. Den kriegt doch schon safe, oder? Sag ja. Aber bevor wir den Schlüssel weitergeben, schauen wir selbst mal im Lagerhaus nach, würde ich sagen. Ist hier irgendwo was? Nee. So, von da sind wir gerade gekommen. Da ist ein Bettchen. Oberschack, Hildur. Gut, da haben wir noch ein paar Leute zum Quatschen. Schön. Was Menschen wollen. Warum wollen sprechen mit Daka? Ich schaue mich nur um. Was bewachst du hier? Daka bewacht Ofen, sorgt dafür, dass Mensch Stahl für Orks herstellt. Wenn Stahl zu wenig hat, Daka ist er nicht zufrieden. Schimpfe mit Daka. Er möchte Daka, dass Mensch arbeiten gut. Ruh dich nicht aus. Arbeite mal Stahl. Eine Menge Stahl. Warum brauchst du so viel Stahl? Orks viel kämpfen. Brüder brauchen viele Waffen. Wo ist eigentlich der Typi, der mir das beibringen kann mit dem Ork-Waffen kämpfen? Weiß nicht, für eine Scheiße. Hab ich auch nicht gefunden. Hey! Hey, du! Bist du der Schmied? Eigentlich nicht. Ich kann nur Erz schmelzen, aber wer merkt sich schon den Unterschied? Dann musst du also nicht den ganzen Tag schwer schuften. Doch, natürlich. Schmelzer ist ein anspruchsvoller Job. Wirklich? Mach doch mal einen Tag meine Arbeit, dann wirst du es verstehen. Wirklich? Weißt du, wo ich eine gute Spitzhacke herbekomme?
Vakur, Shark ist für die gesamte Ausrüstung der Sklaven verantwortlich. Aber der wird dir nur eine verkaufen, wenn du genug Gold hast. Dieses Schwein ist süchtig nach Goldbrocken. Aber da kann man wohl nichts machen. Wo bekommen denn die Sklaven Gold her? Manchmal kann man zwischen den Erzahlern ein bisschen Gold finden. Allerdings hat man dann wirklich Glück gehabt. Mit Goldbrocken bekommst du so ziemlich alles hier. Von richtigem Essen bis Werkzeug. Wir müssen immer darauf hoffen, damit wir überleben. Verstehe. Naja, Goldbrocken habe ich gerade 1000 Stück. Bist du schon lange hier? Länger, als du dir vorstellen kannst. Ich bin hierher gekommen, als noch die Erzbaronen über das gesamte Tal Dirscht haben. Wir haben dich die Orks erwischt. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe damals eine Ladung Erz von der alten Mine begleitet. Kurz bevor wir im Lager waren, wurden wir plötzlich von Orks überrascht. Sie haben fast alle, die beim Konvoi mit dabei waren, getötet. Nur mich und ein paar andere nicht. Als die Orks mitbekommen haben, dass ich gut mit Erz umgehen kann, haben sie mich hier an die Schmiede gestellt, damit ich den ganzen Tag Erz schmelze. So lange bin ich also schon hier. Natürlich ist meine Arbeit leichter als die der anderen Jungs. Außerdem habe ich sogar ein eigenes Bett. Aber ich bin genauso ein Sklave wie alle anderen auch. Verstehe. Ja, Leute, irgendwann befreie ich euch. Keine Sorge. Ja, der wisst ihr doch schon. Kannst du mir zeigen, wie man Erz richtig schmelzt? Tut mir leid, Kumpel, aber dafür habe ich keine Zeit. Die Orks beobachten meine Arbeit sehr genau und wenn ich mich nicht an den Plan halte, dann werde ich mit ihren Äxten korrigiert. Vor allem von diesem Ork namens Dabashark. Er lässt mich nicht einen Moment aus den Augen. Falls er mal für einige Zeit abgelenkt wäre, dann könnte ich dir das mit dem Schmelzen schon zeigen. Natürlich nur, wenn du bereits einiges an Erfahrung hast. Alles klar, ich denke mir etwas aus. Wie läuft der Laden? Wie immer, Kumpel, jeden Tag das Gleiche. Den ganzen Tag Eisen schmelzen. Aber immer noch besser, als mit der Spitzhacke Erz abzubauen. Das glaube ich dir sofort. Hast du Arbeit für mich? Du wärst mir tatsächlich eine große Hilfe, wenn du mir Kohle besorgen könntest. Dieser Ofen ist derart alt, dass ich immer ewig brauche, bis ich das Feuer entfacht habe. Und du findest nirgendwo hier in der Mine Kohle. Und wie viel brauchst du? Nicht wirklich viel. Wenn du mir nur 10 Brocken bringst, dann wird das für eine sehr lange Zeit reichen. Sollte ich ja haben. Gut. Ich schau mal, ob ich was besorgen kann. Hier ist deine Kohle. Sehr gut. Da muss ich mich jetzt nicht mehr morgen so anstrengen. Leider habe ich nichts, mit dem ich dir danken kann. Nur ein paar Brocken Eisenerz. Das reicht schon. Was weißt du über die unteren Ebenen der Mine? Wieso willst du das wissen? Laut Roland solltest du etwas darüber wissen. Daher weht der Wind. Roland hat mich also verraten. Dann hat er also recht. Kannst du mir dann sagen, was du darüber weißt? Na schön, auch wenn ich die ganze Geschichte nicht so mag. Weißt du, früher wurde dort unten ebenfalls Erz abgebaut. Aber kein Eisenerz, sondern magisches. Es gibt dort große Vorräte davon. Alles lief auch gut. Bis die Orks befohlen, haben an immer tiefer liegenden Schächten zu graben. Was habt ihr dort gefunden? Das weiß ich nicht genau. Als das alles passiert ist, habe ich bereits hier als Schmelzer gearbeitet. Aber eines kann ich dir noch sagen. Egal, was sie gefunden haben, die Orks haben danach den Zugang verstärkt und ihn nie wieder geöffnet. Dann weiß also niemand, wieso die Orks alles verschlossen haben. Wenn es jemand weiß, dann nur die Orks selber. Aber von allen Orks, die hier sind, kann es eigentlich nur Grog wissen. Er ist eine alte Wache nahe beim Aufzug. Du kannst ja mal ihn fragen. Vielleicht hast du Glück und er spricht mit dir. Danke für die Informationen. Ja gut. Wie können wir den jetzt hier ablenken? Ein Stück Fleisch, werfen wir mit dem Kopf. Oder ein Schlafzauber. Können wir mal probieren. So, warte mal. Magie brauchen wir. Wo haben wir Magie? Diesen Feuerball vergessen? Nee, wollen wir nicht. Habe ich überhaupt einen Schlafzauber noch? Sehe ich irgendwo ein Bild? Hier, oder? Ja. Gute Nacht. Der Sandmann ruft. Hey, du. Deine Wache schläft tief und fest. Endlich. Dann kann ich mich jetzt ein wenig entspannen. Kannst du mir dann zeigen, wie man Erz schmelzt? Wieso nicht? Solange du genug Erfahrung hast. Aber sicher. Ja, zeig ja. Passiert, passiert. Das kann ich schon.
Da ist ein Bettchen von Hildur. So. Noch über den Namen. Mensch ist schuld. Urtok. Urgewächter. So, dann ist er hier Letzte hier, oder nicht? Er rollt hier lang, Junge. Trainierst du? Trainierst du? Urtok will ein starker Krieger sein. Wie sein Bruder mag sein. Daher stört der Mensch nicht Urtok. Ansonsten wird er sehr wütend sein und schlagen, Mensch. Der hellste bist du ja nicht. Umrak ist dein Bruder? Was sein so? Sein sehr starker Krieger. Kämpfe auf der großen Arena der Brüder. Zeigst du mir ein paar Tricks? Und warum sollte Urtok das tun? Urtok glaubt, dass Mensch schwach sein. Probier's doch mal aus. Radaga verbieten den Kampf hier. Wenn sie ungehorsam sind, töten die Brüder Mensch und Urtok. Wenn jemand Urtok beweisen will, dass er stark ist, dann besiegen Umrak. Dann Urtok lehre Mensch, mit Waffen der Brüder zu bekämpfen. Ich habe deinen Bruder in der Arena geschlagen. Mensch besiegen Umrak. Dann ist er ein großer Krieger. Für Urtok ist es eine große Ehre, ihm beizubringen, wie man mit Waffen von Brüdern kämpft. Nice. Das ist der Typ, ja. Na gut, 10 Lernpunkte. Und was machst du hier überhaupt? Urtok bewacht den Eingang zu tiefer Mine. Wenn der Feind von unten kommt, dann kämpft Urtok mit ihm. Und was ist der Feind? Urtok ist sich dessen nicht bewusst, aber andere Brüder sagen, dass er sehr stark ist. Er will sogar selbst aufpassen. Aber Abdana, ich spreche mit Urtok. Urtok sehr traurig. Urtok will den Feind bekämpfen. Nun, mach dir keine Sorgen. Vielleicht bekommst du ja noch die Gelegenheit. Ganz bestimmt so, ja. Lernen wir jetzt mit dem Waffenkampf. Mal speichern. Aua! Hab ich geschlachtet? Nee. Hey, du! Lehre mich, wie man mit Ork-Waffen kämpft. Dann hören Urtok genau zu. Er wird sprechen. Waffen von Brüder für einen Mensch sehr schwer sein. Schwer zu halten, schwer zu kämpfen. Er ist schnell müde, verliert die Kraft und verliert den Kampf. Urtok zeigt, wie man eine Waffe richtig hält, wie man schlägt. Der Mensch muss das Gewicht einer Waffe verwenden, nicht seine eigene Kraft, um zu schlagen. Dann kann er die Waffen der Brüder richtig einsetzen. So, dann zeig mal her. Was haben wir denn hier für Waffen? Alter, wo haben wir das denn her? Was? Das ist ein Einhänder! Oh no! Warum hab ich einen Einhänder gefunden? Ist denn der Scheiße? Na gut, der ist ja nicht viel besser. Scheiße. Okay. Na gut, 400. Dann teleportieren wir uns mal schnell. Hier habe ich natürlich nichts. Zur Stadt der Orks. Menschen nur Probleme machen. Und nein, lass zum Eingang. Gehen. Und dann gehen wir mal schnell zu dem Ehenschmied hier und geben die Quest ab. Hey, du! Ich kann mit orkischen Waffen kämpfen. Umrak, Shatamura! Hastur sieht es. Mensch scheinen stark zu sein, wenn er es lernen konnte. Jetzt zeigst du mir, wie ich die Waffen der Orks schmiede. Hastur versprechen. Hastur hält dein Wort. Er wird Mensch unterrichten, wenn er genug Erz und Erfahrung hat. Lehre mich, Ork-Erzwaffen herzustellen. Was wollen Mensch genau wissen? Erst Ork-Axt, Erzbrocken 2.
Nehmen wir mal mit. Haben wir noch Erzbrocken, oder? Das war's schon. Lehre mich, Ork-Erzwaffen herzustellen. Was soll ein Mensch genau wissen? Ah, nee. Warte mal, was kann die Scheiße überhaupt? Ork-Schmelze, gucken wir uns die Waffe mal an. Ach nee, mega falsch. Hier, Amos. Ork-Waffen. Na ja, gut. Hey, du! Lehre mich, Ork-Erzwaffen herzustellen. Was soll ein Mensch genau wissen? Was kann die Waffe? Na ja, gut. Da werden schon ein paar geile Beile sein, aber ich will jetzt nicht mein Erz verschwenden. Lehre mich, Ork-Erzwaffen herzustellen. Was wollen? Naja, komm. Das können wir auch irgendwann mal machen. Die Quest haben wir auf jeden Fall erledigt. Da bin ich zufrieden. Gehen wir wieder rein in den Schuppen. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nee. Passiert, passiert. Passiert, passiert. So langsam. Ja, haben noch genug Talentpunkte. Reicht schon halt aus. Was liegt da? Pilze? Woodlauf Leuch. So, jetzt müssen wir einen Typi finden, der die Spitzhacke verkauft. Welcher war denn da? Neue Hacke. Scheiße, mit V, oder? Was ist Fressen und was ist Feind? Ja, hier. Ich brauche eine neue Spitzhacke. Wenn eine Person eine neue Spitzhacke wünscht, dann zahlen sie Vakurschat Gold. Wie viel willst du dafür? 10 Goldbacken und nicht ein Stück weder. Ist das nicht ein bisschen viel für eine normale Spitzhacke? Vakurschat hält Preis für gut. Gut, um es zu verkaufen. Hier 100 Goldmünzen. Ist das nicht eine, ungefähr dasselbe eigentlich? Ich war 75? Rhetorik? Warte mal. Rhetorik? 88 soll ja. Holy shit. Wo wegen dir? Schau mal, wie viel Goldmünzen ich hier habe. Mensch, mir geben! Verkauf mir eine Spitzhacke. Sein gutes Geschäft. Jetzt können Mensch sein Werkzeug haben. Super, dann gehen wir gleich mal die Spitzhacke an den Bisa-Ferg, nee, Elk. Der war da auch gleich um der Ecke, oder? Klobis. Ich finde den Springen so geil. Komm endlich mal vorwärts. Verkämpfen. War er hier? Nö, hier war er auch nicht. Dann war der hier im Gang, oder? Jo. Hey. Und wie gefällt dir die? Gut, sehr gut. Damit kann ich meine tägliche Rate schnell abbauen. Danke dir, Kumpel. Jo, kein Problem, wa? So, was machen wir als nächstes? Blutdurst. Da will er ja kämpfen. Der kommt wahrscheinlich ja später.
wenn der Gitter hochgeht oder so. Ja, sag ja. Na, reden wir mit Grog nochmal. Wie läuft's, Ork? Grog versteht nicht, warum er sich herumschlagen muss mit Mensch. Es ist besser, Mensch dienen. Kümmern um eigene Sachen und nicht stören den alten Grog. Nur eine Option, Mensch. Mensch brauchen Schläge. Okay. Ja. Verprügelt mich alle, komm. Ja, wo ist denn dieses scheiß Warenlager? Ich will erstmal selber plündern. Deine Ehre, du entscheiden, was ist Fressen und was ist Feind. Ich habe leider keine Ahnung, wo das sein könnte. Nein, lass trinken gehen. Dann gehen wir zu ihm zurück. Falls ich ihn finde. Aber bestimmt er hier, oder? Nee, Clovis. Scheiße, war Clovis. Ander und er. Der war doch mit am Anfang, oder? Hier. Ich speichere mal ab. Hey! Hier ist der Schlüssel, den du wolltest. Das war eine ziemlich schwierige Sache. Aber jetzt erkenne ich an, dass du wirklich nicht zu den Orks zählst. Wieso brauchst du den Schlüssel? Uns geht es allen ziemlich schlecht hier. Viele stehen kurz vor dem Verhungern und die Orks haben Berge an Essen. Ich denke, sie werden es nicht merken, wenn etwas Proviant aus dem Warenlager verschwindet. Bei uns macht es jedoch einen Riesenunterschied, ob wir ein Brot zusätzlich essen können oder nicht. Verstehst du? Klar. Am wichtigsten wird jedoch sein, dass die Orks keinen Verdacht schöpfen. Und wie sollen sie das erfahren? Du wirst es ihnen ja nicht sagen. Nein, oder? Natürlich nicht. Aber sicher. Aber sicher. Aber sicher, sag ich's ihnen. Nee. Also es braucht echt zwei Bücher. Ein Buch über die Sterne-Villa. Ich würde sagen, speichern wir hier ab und teleportieren uns mal nach Corinas. Zum Marktplatz. Hier pennen natürlich alle. Dam. Jetzt bist du dran. Nee. Ja, sorry. Da geht's manchmal mit dir durch. So, wir pennen jetzt eine Runde. Hoch mit dir. Geh mal zu Zuris. Warum muss ich meinen PC mal aufschrauben? Irgendwas brummt da. Entweder ist es ein Lüfter oder die Festplatte. Muss ich mal gucken. Die Festplatte kann es eigentlich sein. Lüfter eigentlich auch nicht. Der PC ist ja fast neu.
gerade mal 3-4 Monate alt. Nicht mal. Keine Ahnung, was da wieder abgeht. Wahrscheinlich kommt da irgendwann an die Häuser oder so, kann sein. Dann komm zu mir. Vielleicht die Festplatte oder so, naja, mal gucken. Zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Ware. So, was hast du denn hier für ein Buch? Göttliche Kraft der Stirne. Das ist es doch bestimmt, oder? Oder? Ich geh erst mal gucken, was Galahad hat. Und Konstantino. Hoppala. Zeig mir deine Ware. Ja, der bringt mir halt nichts. Nö. Du hast nichts, was ich brauche. So, Galahad. Geiler hey. Stecher. Ich räume es mal aus. Oder auch nicht, scheiße. Dreckig. Ja, sorry, Mann. Mir sind die Finger ausgerutscht. Ja, zu meinen Spruchrollen. Zeig mir deine Spruchrollen. Ach du Scheiße. Unbute war Magie, die Scheiße kannst du behalten. Ganze Zauberei auch. Oh, welche Bücher? Ich würde ja sagen, das von Suris, das wird sein, oder? Was anderes? Vielleicht Salandril noch? Gehen wir mal gucken. Zeig mir deine Ware. Hier. Ursprung der Alchemie, nee. Heiltrank, nee. Rezeptur, nee. Astronomie. 3000 Gold, der dumme Hurensohn, Alter, wirklich. Alter, nee. Kannst du knicken, Mann. Guck mir lieber die Drachen an. Wolke jetzt hier. Nee, Mann, ich gebe keine 3000 Gold aus für die Scheiße. Dann schau ich erstmal den nächsten Drachen an. Kein Bock auf den Dreck, ohne Witz. Aber ich weiß, wo es weitergeht. Gut, Leute, ich würde sagen, der Part ist diesmal ein bisschen kürzer. Aber ich habe noch vor. Und es ist schon recht spät. Also, komm mal raus jetzt, Mann! Deswegen speichern wir hier ab. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein!